Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Odyssey. Heute geht es um einen Glitch und zwar unendlich Erfahrungspunkte oder unendlich XP-Farm, wie immer man das nennen möchte, ob Deutsch oder Englisch. Das Ganze ist wohl schon eine kleine Weile drin im Spiel. Ich wurde gestern im Stream drauf aufmerksam gemacht. Dafür nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Leider habe ich den Namen jetzt aus dem Stream nicht mehr im Kopf. Sorry dafür. Aber auf alle Fälle war ich der Meinung, okay, da kann man gerne ein Video zu machen. A, umso mehr Videos es dazu gibt, umso eher fixt Ubisoft die Sache. Das ist so der eine kleine Hintergedanke natürlich dabei. Und zum anderen ist es auch so, dass das Ding Singleplayer ist. Und da kann jeder meiner Meinung nach machen, wie er möchte. Und wenn er sagt, ich möchte unbedingt Level 99 sein, dann bitteschön. Was ihr am besten braucht, ist sowas hier, was wir gerade direkt vor der Nase haben, ein Söldner. Das ist schon mal eine Voraussetzung, obwohl, ich werde euch gleich zeigen, ihr könnt das nicht nur für XP nutzen, sondern auch für einen Söldner. So, wir nehmen jetzt einen Betäubungsfall. Ganz wichtig, wir wollen den Typen nicht töten. Auf gar keinen Fall töten, er soll betäubt sein. Und wenn der junge Mann dann betäubt ist, dann werden wir ihm, ja, mal zeigen, dass das gar nicht so gut ist, indem wir gleich, ja, teabaggen. Wirklich teabaggen, ne? Man kennt das aus dem PvP eigentlich eher. Aber hier machen wir das mit Söldnern oder mit Soldaten oder was immer ihr umhaut. Es lohnt sich halt bei Söldnern am meisten, weil da die meiste EP rumkommt. So, und jetzt mit Kreis wäre anheuern und ich drücke jetzt durchgehend Kreis. Ich werde euch das gleich auch noch im Menü zeigen, weil natürlich je nach Controllerbelegung kann das bei euch anders sein. Oder sprich natürlich, wenn ihr eine Xbox habt, dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt durchgehend B drücken. Und ihr seht, wie oben die EP durchrattert. Achtet nur auf die Zahlenwerte, denn ja, der EP-Balken gibt das gar nicht richtig wieder. Und das ist öfter der Fall, dass es oben nicht richtig wiedergegeben wird. Teilweise wird auch gar nichts angezeigt, aber trotzdem bekommt ihr die EP. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wenn ihr da erstmal in diesem Hüpfmod über ihm seid und das alles vorher so eingestellt habt wie ich, dann passt das. So, ich fange jetzt hier wieder an herumzuhüpfen. Oder besser gesagt, herum zu teabaggen. Und ihr seht, oben es passiert gar nichts. Es passiert momentan gar nichts. Ich bekomme keine EP dafür, dass ich das mache. Aber keine Sorge, ich habe jetzt hier mal ein bisschen höhere Geschwindigkeit genommen. Es funktioniert. Ich bin jetzt, wie gesagt, aktuell momentan Level 62. So, den haue ich um. Anheuern möchte ich ihn nicht. Und jetzt zeige ich euch erstmal noch was anderes, was geht. So, hier haben wir einen herumliegen. Und, ja, nämlich einen Soldaten des aktuellen Staates. Und umso mehr ich ihn teabagge, umso mehr geht die Staatsstärke runter. Also so habt ihr mal eben die Staatsstärke komplett heruntergehauen und könnt euch halt dann daran machen, die Region für Sparta oder wie immer ihr auch möchtet zu übernehmen. Das ist natürlich hier in diesem Fall für Sparta zu übernehmen. Andersrum geht's auch. So, ich bin jetzt im normalen Kampf. Kurze Zeit später wieder. Das ist jetzt nur so ein kleiner Timecut gewesen. Und auf einmal bin ich Level Up. Und gleich seht ihr auch, da kommt auf einmal ganz viel EP herein. Die haben wir gar nicht gesehen. Sondern das ist wirklich halt da, die Sachen, die nicht eingeblendet wurden. Aber keine Sorge, da ist noch nicht Schluss. Da kommt gleich noch mehr bei rum. Also, da könnt ihr wirklich mega, mega easy natürlich die EP farmen, was weiß ich, nebenbei ein bisschen Fernsehen gucken und immer auf der Taste rumhauen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr konstant seid, dass ihr von der Geschwindigkeit her konstant seid, weil wenn ihr da so eine kleine Pause reinlegt, dann bricht das Ganze ab und ihr heuert denjenigen an, weil es ja auch die Taste zum Anheuern ist und deswegen ganz wichtig, dass ihr da aufpasst, halt wirklich, ja, nicht anzuheuern, aus Versehen. Hier sehen wir es nochmal ganz kurz. Ich mache das hier Ganze nochmal, weil ihr gleich noch sehen werdet, was da noch mehr alles an EP hereinkommt an der ganzen Geschichte. Momentan 1050 EP kann gar nicht sein hier für einen Söldner Stufe 63. Das war wieder falsche Ansage. Hier wahrscheinlich diese 5-9, die gerade hier jetzt kurze Zeit später, so 2-3 Minuten später hier reingetrudelt kommen. Die waren das wahrscheinlich gewesen von dem letzten Söldner hier. Dann noch mein Tipp auf alle Fälle, da wir ja Söldner platt machen und dementsprechend oft vielleicht einen recht hohen Kopfgeldlevel haben. Ich habe jetzt hier momentan gar nicht so übertrieben, deswegen kommen auch nicht ganz so viele Söldner vorbei. Ist es vielleicht sinnvoll, auf leicht umzuschalten, Schwierigkeitsgrad auf leicht herunterzudrehen. Die EP, die ihr bekommt, ist nicht viel weniger, aber die Gegner sind dafür umso leichter, besonders wenn man Sachen schief laufen oder ähnliches. Oder ihr legt euch da gleich, was weiß ich, 3-4 Söldner hin, wenn ihr dann aus Versehen anheuert, damit ihr dann gleich auf dem nächsten herum teabaggen könnt, um so halt hier die EP mal eben zu farmen. Ich habe das jetzt extra hier mal oben so ein bisschen in nicht beschleunigt durchlaufen lassen und jetzt habe ich auch auf einmal noch Besatzungsmitglieder erhalten. Das kommt jetzt alles wirklich so
gute 4-5 Minuten später. Wie gesagt, ich habe ja hier einen Cut gesetzt gehabt. Das geht also so easy. So, und wie funktioniert das Ganze? Ihr geht in die Optionen hinein und dann wechselt ihr rüber auf Steuerung, sagt dann hier oben Steuerung anpassen und hier das Hocken und hier drüben sekundäre Interaktion. Das muss dieselbe Taste sein, ob ihr da jetzt B habt oder Kreis oder ich glaube sogar X würde auch gehen. Ich weiß es gar nicht ganz genau, ich habe es gar nicht ausprobiert, weil Hocken ist sowieso mit Kreis. Sekundäre Interaktion auf dieselbe Taste legen und schon funktioniert der Trick. Mehr ist dafür wirklich nicht zu tun. Das ist also wirklich so einfach, wie es hier aussieht. Einen Typen betäuben, teabaggen, EP bekommen. Also, wir spulen hier gerade nochmal fix vor, damit ihr seht, was dabei alles herumkommen kann. Ganz, ganz easy zu machen sollte. Also für jeden, ja, für jeden machbar sein und halt mit aktuellem Patch, sprich mit dem aktuellen Patch, der Atlantis auch gebracht hat, ist das weiterhin momentan noch möglich. Ich weiß gar nicht, ob sie das rausnehmen werden, weil ehrlich gesagt irgendwie, ja, ist, wie gesagt, Singleplayer und dass es EP gibt für T-Bang, ja, keine Ahnung, Leute. Finde ich merkwürdig. Ich habe jetzt eben gerade nochmal hier, ihr habt es schon gesehen, ich hatte gerade Level Up auf 66 und bin aber hier immer noch in der Anzeige 65. Da läuft was falsch, aber auch da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, die EP kommt einfach manchmal später. Hier seht ihr es, hier können wir sehen, da 69 bin ich in Wirklichkeit nicht, wie das Spiel mir momentan sagt, ich wäre nur 65. Ich bin durch das Teabaggen jetzt bereits auf Level 69 hoch. Wenn ich dann nochmal kurz zurückgehe zum Titelbild, dann wieder neu einlogge, dann steht da auch der korrekte Level und die korrekten Fähigkeitspunkte hatten wir ja sowieso. Ihr seht hier momentan, ich hatte auch hier auf einfach heruntergestellt, weil der EP-Unterschied ist so gering. Und da haben wir sie, die 69. So soll es sein. Mehr ist hier nicht zu tun. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch geholfen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier einfach nichts Neues. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.